Moin. Der Markenkern Bremerhavens fiel mir heute Morgen so ein. Da kann man sich mal Gedanken machen. Wenn ich die Nordsee-Zeitung so aufgeschlagen habe, okay, da haben wir, ja, sie war jetzt sehr panzerlastig, würde ich mal sagen. Natürlich durch die Lieferung der amerikanischen Panzer Richtung Ukraine. Ich muss sagen, ich finde das toll, dass wir die Ukraine mit allem, was wir haben, unterstützen und dass Bremerhaven ein wichtiges Drehkreuz dafür bildet, finde ich auch, irgendwie können wir ein bisschen stolz drauf sein, dass der Hafen also das Vermerk, was da geliefert wird. Und die Nordsee-Zeitung zeigt ja auch, welche Mengen da momentan ankommen, verschifft werden, welche Logistik da überhaupt eine Rolle spielt. Das ist schon faszinierend, was sich da abspielt. Der Fotograf natürlich in allen Variationen, jetzt die Panzer-Lloyd-Straße, Barkhausen-Straße. Es gibt aber auch einen Aspekt, ich mache das mal hier ein bisschen größer, und zwar ein Bericht in der Zeitschrift G-Captain, ein Magazin, ein Online-Magazin, was sich eben mit Hafenthemen beschäftigt. Ich werde es unten verlinken, es ist auch so aufrufbar. Und ein Zitat daraus, am 21.11.21, Bremerhaven und Hamburg sind tatsächlich die wichtigsten Seehäfen, von denen die Allianz abhängig ist, nicht nur für Handelsfracht, sondern für militärische Ausrüstung, sagt Hodges, ein Ex-General. Wir kennen ihn aus einigen Talkshow-Auftritten. Was in dem Beitrag jetzt für mich wichtig ist, ist einfach, er weist doch darauf hin, welche Bauchschmerzen er bei dieser COSCO-Beteiligung in Hamburg hatte. Und zwar COSCO-Beteiligung, das chinesische Firmen, die definitiv auch von der chinesischen Führung abhängig sind, Zugriff auf Informationen in Hamburg, in der Logistik, im Hafenbereich Hamburg haben. Weil Bremerhaven und Hamburg spielen eben militärisch eine sehr wichtige Rolle. Und wir haben jetzt erlebt, dass China sich ja, ich würde mal vorsichtig ausdrücken, sich nicht abgrenzt von dem Angriffskrieg, den Putin da momentan führt. Und wir sollten Bauchschmerzen haben, wenn China da irgendwie die Händler ausstreckt in dieser Hafenstruktur. Also auch der Hafen in Bremerhaven ist ein ganz, ganz wichtiges militärisches Infrastruktur-Drehkreuz und wir sollten den Hafen auch so betrachten. In dem Beitrag weist er auch darauf hin, wie wichtig es ist, die digitale Infrastruktur im Hafen zu schützen, weil wir haben ja in der letzten Zeit Angriffe aus russischer und aus chinesischer Richtung auf digitale Infrastrukturen erlebt. Und es wäre nicht auszudenken, wenn da der Hafen lahmgelegt würde, gerade in der jetzigen Phase, wo so viel militärisches Gerät für die Ukraine dort ankommt. Und das ist ein Aspekt, den sollten wir berücksichtigen. Und den sollten wir viel mehr berücksichtigen, als es bisher auch geschehen ist. Aber mein Thema war ja der Markenkern Bremerhavens. Und wie sehen wir uns denn momentan? Zwei Sachen. Eine Sache, wie wir uns sehen, eben Hafenromantik. Das ist der Seefalke. Er lag mal vor einiger Zeit im neuen Hafen fest, im Nebel. Und ist klar, wenn ich so ein Bild sehe, ich habe sofort Procol Harum, Salty Dog in den Ohren. Eine Aufnahme vom neuen Hafen, eben solche Aufnahmen. Aber eben Segelschiffromantik, das ist ein ganz wesentlicher Faktor im Bremerhaven und hat auch viel mit dem Selbstwertgefühl, mit unserem Markenkern zu tun, wie wir die Stadt und wie wir uns selbst sehen. Die Sail, die maritimen Tage, die sich auch schon wieder ankündigen, das ist jetzt ein Teil. Ein weiterer Teil ist eben, ich sagte ja immer Heavy Metal zu, diese Faszination der dicken Pötte. Also hier Autotransporter am Kaiserhafen. Und man kann sich dieser Faszination ja fast kaum entziehen, wenn ich sehe, wie diese Autotransporter dort eingefädelt werden. Diese Masse und hier, man kennt die archimedischen Prinzipien, warum so ein Schiff schwimmt, aber man staunt immer wieder, wie groß es ist und wenn man vorsteht, wie eine Häuserwand. Es bildet natürlich für Bremerhaven auch einen Teil des Markenkerns, eben diese dicken Pötte, den Pingelturm dahinter. Es gibt aber auch einen Bereich, der beides verbindet.
die Verbindungslinie zwischen Seeromantik und dicke Pötte, das heißt Heavy Metal, das sind natürlich unsere Kreuzfahrtschiffe. Ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, okay, Kritikpunkt, man sieht es hier mit der Rauchfahne. Klar, es ist natürlich eine Umweltbelastung. Und man sieht auch die Größe der Schiffe. Ja, da liegen zwei an der Kaie. Wenn man alte Kreuzfahrtschiffe, das heißt die vorhergehende Generation, mal daneben hält, hier glaube ich, hieß es die Acania, da sieht man also, wie sich diese Branche weiterentwickelt hat, was das jetzt momentan eigentlich ist. Hier nochmal, das ist eine Aufnahme aus Rotterdam, ich weiß gar nicht mehr, wie das Schiff hieß, aber es ist klar, das sind Plattenbauten auf See. Wie ich jetzt zu dem Thema komme, tja, das hat mit einer Veranstaltung zu tun am 2. März, also übermorgen. Monsters of the Sea. Ja, der Titel stimmt schon irgendwo. Professor Alexis Papathanassis. Ich höre ihn immer wieder gern. Er macht tolle Vorträge, muss man sagen. Das ist wirklich spannend. Und wir haben im Bremerhaven nun mal eine Professur für Kreuzfahrttouristik. Das ist eine tolle Sache. Aber ich hatte schon mal einen Vortrag von ihm gehört, und zwar im Rahmen der. Das ist also eine Seite in meinem Blog, schon ein bisschen länger her. Wo ist es jetzt? Ja, ein bisschen weiter, Kreuzfahrtterminal. Ich werde es unten verlinken. Und zwar in dem Vortrag hat er klargestellt, ein Problem ist erstmal, dass wir eine unheimliche Konzentration vom auf dem Kreuzfahrtmarkt haben. Das heißt, immer weniger Anbieter vereinen immer mehr Macht mit immer größeren Schiffen auf sich. Und die Art und Weise, wie Kreuzfahrttouristik gesehen wird, das heißt, die Reise per Schiff hat sich eben geändert. Weil es kommt gar nicht mal drauf an, es wird kein Geld durch die Reise als solche verdient, sondern mit dem Ganzen drumherum. Es sind eigentlich Freizeitparks, die da auf dem Wasser schwimmen. So sagt er auch, nicht die Masse der Passagiere ist entscheidend, also für die Terminals, sondern die Zahl der Anläufe und die durchschnittlichen Ausgaben der Passagiere vor Ort. Die Dauer des Aufenthalts vor Ort ist wichtig. Das heißt, die Wertschöpfung, zum Beispiel, die wir im Bremerhaven aus der Kreuzfahrttouristik ziehen. Ein negatives Beispiel für ihn war eben Venedig. Viele Touristen, viele An- und Abläufe, aber kommt weniger warum für die Stadt. Es leuchtet ja im Prinzip auch ein. Wenn ich hier zum Beispiel vor den Toren Bremerhavens ein Disneyland hätte aufbauen würde, dann hätten die Betreiber doch überhaupt kein Interesse daran, dass die Menschen sich lange in Bremerhaven aufhalten, hier essen, hier verzehren, hier Geld ausgeben, sondern das soll, wenn es geht, alles im Freizeitpark bleiben. Das heißt, Bremerhaven muss Kreuzfahrttouristik anders sehen. Das hat er auch schon damals gesagt. Wir sehen es ja momentan nur als Terminal-Touristik. Die reisen eben an und ab und ja, okay, dann das war's dann eben. Vielleicht schauen Sie sich mal das Klimahaus an, verzehren ein paar Sachen, wenn irgendwas aufhört zu den Zeiten, wann Sie da sind und das war's dann eben gewesen. Ich hatte ja schon erzählt, wie Bremerhaven sich ankommenden Touristen darstellt, aber wenn ich mir überlegt, jemand würde wirklich jetzt versuchen, wo hab ich's denn, vom Sail City bis zum Kreuzfahrtterminal zu Fuß zu gehen, ab und zu haben wir Touristen, die es versuchen, das ist ja gar nicht so weit, wie man sieht, dann stößt er hier auf diese Schilder und einfach vor einem Riesenproblem. Er kommt einfach nicht an diesen Zollzaun vorbei. Das will die Schild ja im Prinzip darstellen, aber klappt irgendwie nicht. Das heißt also, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben, wie wir Touristen hier behandeln. Aber ist die Schelte der Kreuzfahrttouristen dieser Urlaubsform eigentlich so berechtigt in Zeiten des Klimawandels und der CO2-Fußabdrücke? Ein Titel wieder G-Captain von Mike Schuler, Februar 16, also 2023, relativ aktuell, betitelt Costa setzt auf Methanolkraftstoffe, um die Dekarbonisierung des Kreuzfahrtsektors zu unterstützen. Das heißt, den Reedereien ist das durchaus bewusst, dass da was passieren muss, dass wir den CO2-Fußabdruck dieser Urlaubsform senken müssen, reduzieren müssen. Aber ist der eigentlich so hoch? Ich habe mir mal die Daten einer Studie, das heißt eine Studie eines kleinen Heftes, World Wildlife Fund, also WWF, der touristische Klimafußabdruck
WWF-Bericht über die Umweltauswirkungen von Urlaubsreisen, Urlaub und Reisen geholt. Also Fußabdruck, Kreuzfahrt. Da sind wir bei 1224 Kilogramm CO2-Äquivalenten. An- und Abreise, der dickste Batzen. Sie hatten hier eine Kreuzfahrt begutachtet, die eben von Barcelona, von Deutschland nach Barcelona mit dem Flugzeug ging. Und ja, Mittelmeerkreuzfahrt. An sich eine relativ übliche Sache. Unterkunft, CO2-Äquivalent relativ hoch, klar. Das Schiff fährt eben, ne? Das Schiff wieder berücksichtigt, also mit 36%. 56 war die Anreise. Verpflegung, Aktivität vor Ort, okay. Jetzt vergleichen wir das mal einfach mit einem Mallorca-Urlaub. Da sind wir bei 1221 CO2-Äquivalenten. Die Anreise hier, Flugzeug, die schlägt richtig rein mit 925 Kilogramm. Unterkunft, ja, okay, das ist jetzt kein großer Faktor, diese 148. Verpflegung 91 und Aktivitäten vor Ort 58. Wenn man jetzt aber nochmal zurückspringt und sich überlegt, diese Unterkunft, das heißt, das Schiff fährt CO2-neutral. Methanol, Ammoniak und die Anreise nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug, dann sieht die Kreuzfahrt ganz gut aus. Und man muss ja eine Sache berücksichtigen, bei Kreuzfahrttourismus. Es ist ein geschlossenes System. Das heißt, ich kann Recycling wirklich auf die Spitze treiben. Das heißt, ich kann den Leuten im Grunde genommen ja nicht Urlaub verbieten. Das ist ja Blödsinn. Natürlich fliegen sie irgendwo hin, sie machen ihren Urlaub. Das ist auch völlig in Ordnung. Man kann aber schon überlegen, ob man eine Urlaubsform wie zum Beispiel diesen Kreuzfahrttouristen, Tourismus wirklich darauf fixiert, jetzt wirklich als CO2-arme, freie Urlaubsform zu gelten. Weil so schlecht ist das gar nicht, wenn wir die Schiffe eben CO2-neutral betreiben können. Landstrom CO2-neutral und eben entsprechende Antriebe. Das heißt also, diese Schelte für die Kreuzfahrt, die ist an sich gar nicht so berechtigt. Eher für unsere Mallorca-Urlauber. In dieser Studie vom WWF, da gibt es natürlich auch noch die Zusammenfassung von Fernreisen, Miami oder was sie da nicht alles haben, das ist natürlich gruselig. Ne? Da kann man das gar nicht vergleichen. Auf der anderen Seite ist der Heimaturlaub mit der Bahn, das heißt die Reise zur See oder auch in die Berge, unschlagbar. Der Fußabdruck ist natürlich klein, aber ich kann schlecht die Leute verpflichten, jetzt fahrt alle in die Berge oder fahrt zur Nordsee. Klar, nach Bremerhaven können sie fahren. Also Kreuzfahrt ist im Prinzip gar nicht mal so schlecht. Die Schelte ist in der Form gar nicht mal so berechtigt. Und die Art dieser großen Schiffe, okay, schreckt ab, aber man kann es auch anders sehen. Aber wenn wir schon bei CO2-frei sind, ein Zitat wieder aus G-Captain. Die italienische Schifffahrtsgruppe Grimaldi hat ihren Auftragsbestand für Neubauten um 5 zusätzlich Ammoniakwege, reine Auto- und Lkw-Transporter erweitert. Das heißt, immer mehr Reedereien gehen dazu über, also gerade das, was Bremerhaven betrifft, Autotransporter, große Schiffe, CO2-frei zu betreiben. Das ist also ein Trend, der jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt. Aber es ist jetzt nicht nur alternative Treibstoffe, sondern ein Artikel, ein aktueller Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25.02.23, das war die Sonntagszeitung, war das. Und zwar ein großer Artikel über windangetriebene Schiffe. Im speziellen Fall waren es hier Flettner-Rotoren. In dem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen heißt es dann, dass Umweltberatungsunternehmen CE Delft in 2017 davon aus, dass man bis zum Jahr 2030 3.700 bis 10.700 große Schiffe mit Windantrieb ausstatten könnte. Teilweise wird bis 40.000 vermutet, bis Ende des Jahrhunderts war es, ne? Ja. Also fast jedes zweite Handelsschiff. Die Nordsee-Zeitung hatte ihren letzten Artikel zu dem Thema am 5. Dezember 2019. Man sieht hier auch am Schiff mit einem Flettner-Rotor. Aber nicht nur das. Mittlerweile gibt es Initiativen, dass richtige Segelschiffe dafür eingesetzt werden. Das Thema geht am Bremerhaven völlig vorbei. Wir sehen Segelschiffe einfach nur unter dieser Rubrik Segelromantik, aber nicht als Alternative. Da ist noch Luft nach oben. Wenn ich also
der Markenkern von Bremerhaven erst als Heavy Metal und tja, Salty Dog gesehen habe, würde ich jetzt sagen, ein Markenkern von Bremerhaven könnte sein Klima. Ganz, ganz oben. Klima als Begriff, Klima in Form von Kreuzfahrttourismus, Klima in Form von Handelsschifffahrt, Klima in Form von Containerschifffahrt, Klima in Form von Autotransport. Das ist ein Kernthema. Das macht Bremerhaven aus und sollte in Zukunft ausmachen. Das heißt, Tourismus kann ich auch so begreifen, als CO2-freie Urlaubsform, die ich hier in Bremerhaven anbieten kann, indem ich CO2-frei zu den Kreuzfahrtschiffen gelangen kann, die dann CO2-frei betrieben werden. Und ich sehe auch auf einen Hafen, der CO2-frei ist, mit Schiffen, die mit Wind oder alternativen Kraftstoffen betrieben werden. Das könnte das Kernthema, der Markenkern von Bremerhaven werden. Neben dicke Pötte, Heavy Metal und Seefahrerromantik. Okay, that's all.